Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder und wenn ihr euch meinen XP-Balken anguckt, seht ihr, dass er sozusagen bei Null ist. So oft habe ich es noch versucht, diesen Penner zu töten, da fällt mir gerade ein oder auf, das möchte ich mir noch holen, bisschen XP, wenn es auch noch minimal ist. Und hier ist eine prachtvolle Beute. So, und was daran bitte ist jetzt prachtvoll? Alter, dafür reiße ich mir hier den Arsch auf. Das kann einfach nicht angehen. Das glaube ich jetzt nicht. Das nenne ich mal Scheiße, Leute. Da habe ich... Das ist... Ich bin gerade hingerissen. Bin gerade richtig angefressen. Dafür, dass ich echt nur Scheiße bekommen habe. So, du bist kaputt. Den Ätherkristall nehmen wir mit. Ey, das ist nicht deren Ernst. Das nennen die prachtvolle Beute. Dafür, dass ich mir das Ding hier echt mehr oder weniger... Alter, da komme ich gar nicht drauf klar, ne? Ja. So eine Scheiße. Da mache ich zumindest mal ein bisschen mehr Schaden mit, weil er 16 Lebenskraftschaden hat. Das ist nice. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber irgendwas sagt mir, das ist Zweihand, ja klar, dass der Rest echt nicht sonderlich prickelnd war, ne? Ja, super. Toll. Elau, was ist das denn hier? Säureschaden. Schaden gegen Untote. Yay. Also ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Da ist nichts dabei. Aber wirklich gar nichts. Nun gut, wie das Leben so spielt, ne? Ja, ist klar. Ist schon klar. Hier kann weg. So, dann lasst uns mal auf die Map schauen und wir sehen, dass wir hier so nicht heile wegkommen. Ist auch mal so klar wie nix. Aber wir haben immerhin die Opferung geschafft. Ich könnte kotzen, ne? Ich könnte echt kotzen. Nun denn, ja, dann machen wir mal Folgendes. Porten uns hier weg. Und zwar... Ja, ich gehe mal verkaufen, würde ich sagen. Ja, da kriegt man so ein bisschen das Brechen. Und das ist noch recht vorsichtig formuliert. So, dann gehen wir hier mal verticken. Ja. Alle Ringe angewendet. Da habe ich das schon. Da habe ich das auch schon. Da auch, okay. Bla. 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 Das kann also alles keiner gebrauchen. Entschuldigt. Einhand-Streitkolben mit plus 14 Schaden, aber... Ja, gut. 16 Lebenskraftschaden. 45% Lebenskraftschaden. Ich glaube, den können wir nehmen. Den werde ich jetzt aber nicht gleich wieder verkaufen. Das kann sowieso weg. So. Der bleibt auch erstmal. So. Das kann auch keiner gebrauchen. Alter, war das Vieh. Alter, das Vieh war echt böse. Um es mal deutlich zu sagen. Das war richtig böse. Magische Einhandachs. 69 mehr Schaden. Das ist doch zum Kotzen, oder? Ja, nehmen wir mal. Hat plus Lebenskraftschaden drauf. Damit hat sich die hier auch erledigt. Also im Prinzip brauche ich Waffen mit Lebenskraftschaden.
Dann bin ich auf der richtigen Seite. Das Ding kann gehen. Kann auch gehen. Also ganz ehrlich, also aus der Belohnung hätte ich jetzt echt mehr erwartet. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Eine Zweihand, ne? Ja. Zweihand war klar. So. Dann packen wir mal die blauen und lilanen Sachen weg. Besser ist das. So, habe ich überhaupt noch den Platz dafür? Automatische habe ich dann im Übergabebereich habe ich noch Platz. So. Hierhin. 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 Ich habe jede Menge Zeus inzwischen gefunden. So. Schulterpflanze, Flammen, wenn ich das. Bla. Aha. Mhm. Den behalten wir mal bei uns. Die Hose kann hier auch erstmal weg. Habe ich denn die ganzen Items denn jetzt schön weggepackt? Ja. So. Dann können wir jetzt mit der normalen Quest fortfahren. Das war echt sehr frustrierend, muss ich wirklich mal so sagen. Sehr frustrierend. Aber gut. Ich habe es geschafft. War wahrscheinlich einfach nur ein Erfolg oder wie auch immer. Jetzt müssen wir hier durch die Höhlen durch. Das hat echt Aua gemacht. Was ich da an XP verloren habe für das Loot, muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt dabei eine Frechheit. Und das dann auch noch als besonders zu verkaufen, ist eine absolute Frechheit. Dann gehen wir mal rein. Entschuldigt. So, jetzt brauche ich eine Zigarette. Seid mir nicht böse, aber das ist... kommen wir diese Frechheit immer noch nicht drüber weg. So. Aber der war echt hart. Also, der war richtig hart. Er hat natürlich auch genau den Schaden verursacht, den mein Char so gar nicht abkam. Ach, haltet die Schnauze, aber echt. So, ihr kriegt jetzt alles ab, was der Gegner vorher nicht abbekommen hat. So, noch Fragen, Freunde? Kann wohl echt nicht angehen. Was? Ja, ja, ist gut. Langweilt mich nicht. Sterbt einfach. So. So, so. Was haben wir denn da? Guck, da war doch was, habe ich doch mitbekommen. Ja, macht mal einen Scheiß hier. Kommt, Jungs. Kommt ran. Du darfst auch sterben. Ja. So. Da blinkert's. Ja, meine Fresse. Also über diesen Kampf komme ich immer noch nicht drüber weg. Das war ja richtig böse. Was willst du denn von mir? So. Ach, hier, Spin City. Mhm. War jetzt ja auch mal eher langweilig. So, ach ja, komm mal alle her hier. Sei auch du ein Lümmel im Schlachtengetümmel. So. So.
immer schön aufs Maul für die Gegner. Naja. Na, macht Spaß. Also in dieser Gegend ist auf jeden Fall auch ein Schrein, zumindest war im vorherigen Stufe einer. Mal gucken, ob das immer noch so ist. Ach Jungs, langweilt mich nicht. Schön, eure Giftsuppe, ganz toll. Und ich werde nicht so doof sein, da reinzulaufen. Und los geht's. Ach, der ist schon tot oder was? Den kann ich ja nicht mehr mal anklicken. Dezenter Bug oder was? Na, dann gehen wir nochmal hier lang. Ach, Schnauze. So. Aha. Na komm. So, das war das. Hier geht's nicht weiter. Dachchen. So. So. Okay. Schnauze. Ach, hier Giftschaden. Und nicht zu wenig. Wie wär's mit langsam sterben? Ach, das ist auch noch ein Boss. Na gut, dann warten wir, bis das Gift weg ist. Und dann sagen wir Hallo. Lass das. Ey, komm her. Da haben wir keinen Bock drauf. Echt nicht. So, da ist was Blaues gefallen. Wenigstens mal etwas. Mächtiges Bla. Hm. Ein Holzstauberzab. Holzstaub. Schwarzholzzauberstab. So wollte ich sagen. Schrott. So. Gehen wir mal hier rum. Spider City. Na kommt, Jungs. Ja, noch ein Heldenmonster. Hier wimmelt's ja auch davor, was? Ja, next one. So. So, okay, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause einlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Grim Dawn, Mashes of Malmus wieder. Bis denn dann, tschüss.